Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Erstmal ganz kurz zum letzten Overwatch. Die meisten von euch haben gesagt, dass unser Kollege im letzten Overwatch anhatte, aber es gab auch einige Stimmen, die gemeint haben, er ist clean bzw. ein Smurf. Ich habe ihm auf jeden Fall Trigger bzw. Aim Assist und Wall Assist gegeben. Die erste Runde war einfach zu strange und wenn man sich das Gameplay genau anschaut, sieht man, dass er meistens den Trigger nutzt, wenn noch alle am Leben sind oder so ein bisschen stylisch mit der Scout, Midrange, Close Combat, No Scope und wenn ihr genau darauf achtet, macht er mehrere kleine Fehler, die man nicht einfach mal so machen kann, sondern so kleine Fehler, die er nicht mehr machen würde, wenn er in den Rängen höher wäre. Meiner Meinung nach hatte er angehabt und das relativ offensichtlich, wenn man meine vorigen Overwatches noch vergleicht. Aber ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen mit Erklärungen von den Leuten, die meinen, er hat nicht an. Meiner Meinung schon. Und wir schauen mal, wie es heute ist. Ich bin wieder auf eure Kommentare gespannt. Vielleicht lese ich auch nochmal irgendwie einen Kommi vor, der das ganz gut erklärt oder sonstiges, wenn er anderer Meinung ist als ich. Und geht mir darum, hat er an, hat er nicht an. Das entscheidet ihr. Wenn euch die Serie so, wie sie jetzt ist, gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen da, dauert nur ein paar Sekunden und wir springen jetzt mal in die Action und schauen uns unseren nächsten Suspect an. Auf das 2, es steht 4 zu 1, ja, wir sind gerade in Führung und los geht's. AWP-Gameplay ist immer gut, ja, gerade hier an den Double Doors. Perfekte Höhe vom Fragenkreuz schon im Voraus gehabt. Das war eigentlich schon mal ganz nice gewesen. Zumindest vom Know-how her. Ja, also gibt natürlich auch noch andere. Da gibt es auch noch andere Arten zu zielen, aber das fand ich soweit schon mal ganz gut. Hier, wer denkt, der pusht vielleicht einer durch die Double Door. Ah, okay, wenigstens weiß jetzt, dass die selbst eine AWP haben. Deswegen ist das eigentlich sehr risky gewesen. Gerade weil das Sideway gelaufen ist. Oh, den habe ich nicht gesehen. Nee, das ist auch schon mal gut wegen seinem Wallhack, sonst wäre er direkt hinterhergezogen. Ist jetzt einen Schritt nach vorne gegangen, um halt weiter unten zu gucken. Ja, jetzt nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt hört aber die Schüsse auf Diamond. Und jetzt müsste er im 2-on-1. Trigger können wir, glaube ich, ausschließen. Aber vielleicht kommt da noch ein Raid-Check. Den kriegt er nicht. Hat er auch keine Muni mehr gehabt. Was ist mit Toaster? Was macht der Toaster da? Ist das der neue 32-Tick-Demo-Trick, ja? Das haben wir aber gut hinbekommen. Okay, Griefing! Und das sah schon nicht mehr nach zwei Teammates aus. Das sah jetzt wirklich eher so nach Leuten aus, die sich nicht kennen. Ja, also nicht dieser eine Schuss. Er hat es doch schon wieder auf Toaster abgesehen, aber warum? Muss wohl mit Dingen wohl zu tun haben wegen der Messeraktion. So, warum schießt du nicht? Kann ich mir vorstellen. So, Mitte gesmoked, geflasht war suboptimal. Der Sniper wäre davon nie getroffen worden. Jetzt deckt er kurz für Octopus, hat sogar da einen Gegner gehabt. So, wenn Duck jetzt weiter vorkommt, jetzt müsste die Deathcam auslaufen von Octopus. Und heißt, der Gegner ist an der Ecke. Aber Diamond holt den. Zwei schöne Klicks. Dann ist nochmal da auf Nummer sicher gegangen. Ja, klar, da hätte er ihn auch vermutet. Hätte er ihn vermuten müssen. So, erstmal die Bombe wegwerfen. Lamp auf dem Spot. Wow! Also zu dem, was ich gerade mit der Pistole gesehen habe, war der richtig nice. Auch wenn er selbst noch einen Head kassiert hat, aber er muss ja auch nicht besonders viel machen. Haben wir hier vielleicht doch noch einen, der sich sagt, hey, ich will eigentlich ohne, aber wenn es hart auf hart kommt, dann habe ich schon mal an, Boys. Wir schauen mal. So, erstmal wird Mitte gesmoked, diesmal durch den Arschgang, risky business. Auch jetzt, dass er hier sogar noch wartet, er wartet aber, bis der Smoke hochgeht. War das seine, die da durch ist? Seine ist durch. Das heißt, er ist auch noch ein CD-Smoke, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, den hört er ja. Sehe. Hi, diesmal für A. Ja. Gut. Oh, das sind so diese ganz Kleinigkeiten. Man muss aber bedenken, wir haben zwei Unterschiede wieder auf Toaster ein bisschen. Wir schauen mal, was zwischen den beiden noch abgeht. Weil, wenn er jetzt keine krassen Kills macht, dann muss er ja vom Team reported worden sein. Aber worauf ich gerade nochmal zu sprechen kommen wollte. Ja, dieser eine Schuss mit Robin, der da in der Ecke saß, wo er den One-Click gegeben hat. Der war nicht besonders schwer, das ist korrekt. Das ist ein Kill, den hätte jeder auch so hinkriegen können. Aber, ja,
Man muss auch ein bisschen schauen, wie sich das Fadenkreuz bewegt. Und wenn ihr hier so schön seht, die Chance, dass das Fadenkreuz nach oben links geht beim ersten Schuss, ja, ist, wenn du deine Maus nicht bewegst, circa 75%, 65% nach oben, waren es 20? Ja, und nach oben rechts 15. Das Fadenkreuz ist nach oben rechts gegangen nach dem ersten Schuss. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist zwar geringer als oben links, ja, aber, ja, ist genau nach oben rechts gegangen, ja, und oben rechts war halt auch sein Kopf gewesen. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen, wir haben ja noch ein paar Runden, den hat er gesehen, du hast ihn gesehen, ja. Ja, okay, dafür war der wieder clean, sonst wäre das Fadenkreuz aber im Spray mitgegangen, aber ich glaube da, wenn er anhaben sollte, ne, dann hat er einen Aim-Key auf irgendeiner Taste, ja, eine mittlere Maus, whatever, irgendwas, oh Gott, der war jetzt nicht so nice, hat aber gut gereicht, um durchzukommen. Die HE hätte null Damage gemacht, wenn er da oben auf der Treppe gestanden hätte. Hier deckt er jetzt auf die Kiste, ist danach weggegangen. Jetzt müsste er eigentlich ja nicht hinter die Kiste gucken. So. Der Suspect hat ja noch einen Assist gelandet, aber den kann man nehmen. So, Elevator wurde angesagt, wurde von drei Seiten gekillt. Warum wurde er reported? Die Gegner scheinen auch nicht besonders stark zu sein, weil alle hier einen guten Job machen. Octopus mit 10-2, Diamond mit 10-2. Da läuft es eigentlich gerade bei allen im Terror-Team, ja. Und die Mercedes haben auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Die AWP in der Mitte relativ schwach. So, die Smoke sitzen, das Aiming, also wer am Anfang mit der AWP gezielt hat, sitzt, ja. Granaten sind auf jeden Fall dabei und halt auch gut gedacht. Diesmal hinter der Treppe ein, vermutet und so weiter und so fort. Ja, auch diese Smoke am Anfang wartet danach im Todesgang. So, das ist jetzt wieder, ne, im Vergleich zu dem einen One-Click, als der einer auf A hinter der Kiste stand. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen low. Aber okay. So, hier nochmal B. Flashback. Geht in Mitte raus. Diesmal hat er Granaten. Wo sehe ich ihn? Suspect hat eigentlich wieder alles. Ja, sei denn Kombi. HE. Treppe. Also er versucht auf jeden Fall HE immer da zu laden. Ja, das Wagon wieder. So, die Flasher hätte jetzt eigentlich sparen können. Von den Steps hat er gehört, dass er B gegangen ist. Das heißt, er wird entweder aus der Tür rausgucken, sich auf die Kiste setzen, whatever. Hätte er pushen müssen, weil Wagon halt nicht selbst sicher mit der AWP ist. War eh klar, dass er wegrennt. So, die Flash ist jetzt fürs Team gewesen. Ja, Duck ist mittlerweile schon AFK. Ja. Und jetzt kommt so ein Ace. Ah, nee, kein Ace. So, jetzt hat der Deagle, ist interessant. Da kann man vielleicht noch was sehen. Nimm bitte nochmal die Deagle. Ah, hat es geschafft, die AK durchzuladen. Von daher wird auch nichts mehr sein. Nach rechts laufen kann er nicht. Kann er nicht sein? Ist das richtig? Er kann nicht nach rechts laufen. Dann so. Ja, gut. In der Smoke kann er sitzen. Auch da gut vermutet. Also halt überhaupt sich da die Zeit zu machen, wenn er einen Wallhack anhält, ist das halt Quatsch. Ich würde nicht mal sagen, wir haben es hier mit Smurfern zu tun, ja, weil das ganze Team von Terror ist einfach so deutlich überlegen. Wagon holte man noch ein. Und da wird auch nichts geused. Nur der Teamkill an Toaster war ein bisschen verwunderlich, ja, weil es aber auch nicht so dieser Teamkill war, so hey, schieß dich einmal an oder so. Hat er noch 8-9 Mal nachgetreten. Müsste jetzt die letzte Runde sein, bin mir gar nicht sicher. 4-1 Stand, also war Runde 6, jetzt sind wir in Runde 13. Obwohl wir das Ende noch gesehen haben. Ja, okay. Passiert. War gut Damage dabei. Jetzt die Smoke als Fake. Ne, er macht die Smoke für Safe. Ja, hätte ich vielleicht als Fake gemacht, durchschmeißen hinterher. Aber macht auch irgendwie keine Anzeichen, hier Action zu machen. Wir haben jetzt hier eine 4-2-Situation. Das könnte nochmal ganz interessant werden. Und da geht er down. Ja, es ist ein zwiespältiges Ding. Ne? Es gab eine Situation, das war die Kiste auf A. Jetzt nicht unbedingt das Fadenkreuz nach oben rechts. Passiert halt. Zwar seltener als oben links, aber ne. Wie dem auch sei, an der Kiste die Aktion, dieser eine Flick, den hätte man geben können. Aber hätte auch genauso Lack sein können. Bin mal auf eure Kommentare gespannt. Hat er an? Hat er nicht? War es Griefing?
oder nicht? Meint, da gab es ein bisschen Hate wegen der Messeaktion oder waren es Buddies? Ich bin auf eure Kommentare gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.